Was für Hebammentipps gibt es für Väter im Kreissaal? Erstmal ist ein guter Tipp, dass ihr euch einig seid, ob der Vater wirklich dabei sein möchte. Das heißt, ihr unterhaltet euch darüber, ob ihr das wirklich wollt, weil ich finde, das ist keine Selbstverständlichkeit, sondern das muss schon für beide in Ordnung sein. Und es gibt bei manchen Paaren Gründe, dass sie sagen, wir können uns oder ich kann mir das aus den und den Gründen nicht vorstellen. Und das ist auch völlig okay. Wenn ihr als Väter im Kreißsaal seid, dann begreift euch so ein bisschen als Coach, als Unterstützer. Ihr müsst überhaupt kein medizinisches Wissen mitbringen. Ihr müsst einfach da sein und ihr müsst aufbauend sein. Ihr sollt viel loben, ihr sollt einfach dabei sein. Und mit dabei sein meine ich, dass ihr wach seid, dass ihr darauf achtet, wie geht es eurer Partnerin, der mal einen kalten Waschlappen auf die Stirn legt, wirklich guckt, liegt die bequem, steht die bequem, das Becken anfasst, damit die ihr Becken ein bisschen bewegen kann, mit ihr atmet und wirklich konzentriert bei der Sache seid. Das heißt, ihr sitzt also nicht mit eurem iPad in der Ecke, sondern ihr achtet echt drauf, atmet die weiter. Oh, das ist ja ganz schön anstrengend. Kann ich dir irgendwie helfen? Was immer gut ist, ist, wenn man merkt, die Atmung wird schneller, dass man sagt, weißt du was, ich atme jetzt mal mit dir, wir machen jetzt mal zusammen. Weil wenn man sich zu zweit ein bisschen zum Affen macht, ist das immer deutlich besser, als wenn die Frau das alleine machen muss. Ihr sollt euch so begreifen, dass ihr, auch wenn ihr merkt, das wird anstrengend und für euch wird das anstrengend sein zu sehen, da ist jemand, den ihr wirklich liebt und der ist so angestrengt und in so viel Arbeit. Und da sagt ihr natürlich nicht, oh Schatz, es tut mir so leid, das ist alles so furchtbar, sondern ihr sagt, du machst das großartig, ich bin stolz auf dich. Das heißt, ihr nehmt euch in der Rolle wahr, das klar ist, ihr bestärkt, ihr macht Mut und ihr seid einfach dabei. Und ihr werdet wahrscheinlich hinterher das Gefühl haben, ich habe eigentlich gar nicht so viel gemacht. Und eure Frau wird zu euch sagen, es war so großartig, dass du da warst, ich hätte das ohne dich nie machen können.